Guten Tag, es ist heute wieder schönes Wetter, allerdings ist es schon kälter geworden. Ja, und die Frage ist natürlich jetzt von allen Leuten, die mich kennen, was möchte wohl dieser Mensch am Telefon? Okay, und eine weite nebensächlichere Frage wäre vielleicht, habe ich schon eine Familie gefunden, aber ich meine, hey, ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls war meine Woche relativ heftig, also relativ schon hart, weil es zunehmend mit meiner Familie hier ein bisschen schwieriger wurde, ein bisschen unangenehmer, aber wie gesagt, es gibt gute und schlechte Tage und heute geht es mir gut, nämlich habe ich eine gute Nachricht, ich habe eine Familie gefunden. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. We've been on the run, driving in the sun, looking up for number one. California, here we come. Ja, es geht nach Kalifornien. Wer hätte das gedacht, dass man dann doch nochmal beim zweiten Mal so Glück haben kann? Die Familie scheint super nett. Sie haben drei Kinder, also drei Mädchen, und wohnen im Silicon Valley. In der Nähe von San Jose und San Francisco. Und ich bin einfach im Moment gerade super glücklich, dass ich mittlerweile endlich weiß, wie es weitergeht. Also es gab gute und nicht so gute Tage. Aber was meine letzte Woche besonders fröhlich gemacht hat, war, dass ich mich zweimal mit zwei anderen Au-pairs, und zwar Anna und Alina, getroffen habe. Und da haben wir einmal zusammen einen Freizeitpark besucht. Mit Achterbahn und so. Und der wird abends umgerüstet in der Halloween-Zeit auf so einen Gruselpark. Und dann laufen da so verkleidete Gestalten rum und überall ist gruselige Musik und das ist richtig, richtig cool, muss man mal erlebt haben. Übrigens war hier gerade Halloween gestern und mein Kind hat so viele Süßigkeiten gekriegt und er ist sowieso gegen die Hälfte davon allergisch, deswegen kann ich eigentlich mir gleich schon wieder was nehmen und aufessen. Er hat natürlich gesagt, ich sollte warten, bis er wiederkommt, aber ich meine, er darf es eh nicht essen und er merkt es auch eh nicht, wenn von seinen 50.000 Dingern eins weg ist. Naja, jedenfalls bin ich leider auf keiner Halloween-Party eingeladen gewesen. Hallo, für Asi. Aber ich habe ja hier auch noch keine Freunde gefunden, deswegen wird das eh nicht. Ups, das sind die, gegen die er nicht allergisch ist. Jedenfalls gibt es hier viele Süßigkeiten. Super. Erik, du hast übrigens recht, ich hätte echt nur einen Koffer und einen leeren mitnehmen sollen. Ich habe viel zu viele Klamotten dabei. Hier, Bella, lass mal demnächst skypen. Okay? Opa, ich habe deinen Brief gekriegt.